Das bringt uns zum nächsten Punkt. 19.9 Flüchtlingssozialarbeit effizienter gestalten. Auch hier Einreicher die AfD-Fraktion. Herr Pinkert, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Hiermit bringen wir den Antrag unserer Fraktion in Bezug auf die Änderung der derzeitigen Ausgestaltung der Flüchtlingssozialarbeit ein. Aufgrund eines Beschlusses auf Antrag der SPD, der Linken und der Grünen wurde 2017 die gesetzlich vorgeschriebene soziale Betreuung für Flüchtlinge massiv ausgebaut. Hier wurde der Betreuungsschlüssel, der Kreis der zu Betreuenden geändert und noch zusätzliche Koordinierungsstellen geschaffen. Der Volksmund sagt hinter vorgehaltener Hand dazu einfach nur, die Asylindustrie fördern. Aufgrund weiter wachsender finanzieller Belastung, was wir ja jeden Tag hier von seitens des derzeitigen Stadtkämmerers hören, des städtischen Haushalts, nicht zuletzt durch eine weiterhin extrem hohe Zuweisung von sogenannten Flüchtlingen durch das CDU-geführte Land Sachsen, wird die Situation immer prekärer. Wobei man noch anmerken muss, dass ein sehr geringer Teil der sogenannten Flüchtlinge wirklich asylberechtigt nach der laut der derzeitigen Gesetzeslage sind. Diese derzeitige Ausgestaltung der sogenannten Flüchtlingssozialarbeit ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Alle wissen, dass es aufgrund der Pflichtaufgaben immer weniger Geld zur Verfügung für freiwillige Leistungen steht. Von Kürzungen bzw. im Haushaltsplan gleich von vornherein nicht eingeplanten freiwilligen Leistungen ist zum Beispiel auch der Bereich der Seniorenarbeit betroffen. Insbesondere aufgrund sinkender Realeinkommen, auch hier frisst die Inflation und Rentenbesteuerung die Rentenerhöhung auf. Sollte den Bürgern, die jahrzehntelang gearbeitet haben, auch mehr Anerkennung gezollt werden. Wir fordern daher, den Beschluss von damals aufzuheben und frei werdende Mittel zum Beispiel für Kultur- und Freizeitangebote für Senioren zu verwenden. Der alte aufzuhebende Beschluss enthält einen Punkt, der die Gesundheitsförderung von geflüchteten Frauen beinhaltet. Diesen Punkt möchten wir gern in leicht abgeänderter Form beibehalten. Diese Gesundheitsförderung soll die Frauen aufklären über ihre Rechte, insbesondere in Bezug auf ihre Selbstbestimmtheit, über ihren Körper und den ihrer Kinder. Der beauftragte Träger soll regelmäßig im Ausschuss für Soziales und im Ausschuss für Gesundheit über die Arbeit, die Ziele und die Erfolge und Misserfolge berichten. Schwerpunkt sollte auf die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmtheit über ihren Körper sein. Wir bitten Sie, unserem Antrag zuzustimmen, damit wir wirklich den Volksmund ein bisschen, ich sage mal so, nicht nach dem Mund reden, sondern dem das rausnehmen aus dem Mund, die Asylindustrie fördern, sondern auch unseren Bürgern, die jahrzehntelang gearbeitet haben, etwas zurückgeben. Dankeschön. So, wird Ihrerseits das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Der Ausschussbericht-Federführende ist ablehnend. Wer dem ablehnenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt zum Stimmzeichen. Ja, 17 Nein, 0 Enthaltung. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen. Wir setzen